Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Okay, jetzt stehen wir einfach hier und jetzt habe ich natürlich das Falsche gemacht. Wir brauchen die nur nicht vorbeikommen. Ja, ja, warte. Ich habe mich selbst umgebracht. Ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe, aber ich habe mich selbst umgebracht. Eigentlich spielst du nur und ich hindere dich daran, es zu schaffen. Du kannst den Kinder da durchbricht. Vielleicht schaffst der das. Yay, den einen habe ich hingekriegt. Oh, ich habe gerade irgendwie den Zauberabsturz auf dem Desktop irgendwie beinahe gemacht. Ich auch so dachte, ey, lass mich hier weg. Oh. Aber ich find's witzig. Es ist durchaus witzig. Es macht auch einfach zu viel Spaß, um da jetzt was Tode anderes zu machen. Ja, ey, hallo, das Spiel. Wir sind garantiert die Einzigen auf ganz YouTube, die das so spielen. Die so schön fehlen. Und den Magier geowned. Ah, mir sitzt da was im Gesicht. Hallo, das ist nicht Alien hier. Okay, jetzt irgendwie andere Seite quasi. Ich brenne. Schön. Okay. Ich rutsche in die andere Richtung. Da könnten wir so ein Hindernis-Parcours-Rennen machen. Kommt man da durch? Ja, klappt das? Oh nein! Oha. Ja, dafür müssen wir aber erstmal die ganzen Gegner hier wegkriegen. Ich meine, hallo, es sind jetzt noch zwei und so wie ich uns kenne, sind wir gleich einfach aus irgendeinem Grund tot. Der gehört dir. Oh nein, da oben kommt Nachschub. Ja, die gehören dir. Ich habe hier mit meinem zu tun. Ja, ich glaube, den hast du seit Anfang an, oder? Vom Level. Das ist auch schön. Soll ich dir vielleicht helfen da unten? Nein, wow, alles gut. Okay, wie kriegen wir den jetzt dazu, dass er sich... verdammte Axt, ey. Ach, der schießt ja. Er hat dieselbe Idee, die wir haben. Ja. Oh, scheiße. Das könnte eng werden. Wie ich hinter ihm alles wegbrenne. Oh, ich bin tot. Zur Not Schutzschild. Ich bin tot. Ah. Ja, wenn ich dich wieder... Wieso konnte ich dich gerade nicht... Ich hab keine Ahnung. Ach so, ja klar. Ach so, eine Dreckskacke aber auch. Versuch du mal die anderen Platz zu machen. Ich versuch mal den da aufzuhalten, indem ich ihn einfach mal einfriere. Der hat mir eine gegeben. Ja, wie war das mit dem Hindernislauf? So. Ja, ich glaube auch. QR. Machen wir es wie eben? Oh, das Ding nervt mich. Oh, ich bin tot. Verdammt. Ach, dieser blöde Bogenschütze da unten auf dem Eis. Machst du mich wiederbeleben gerade eben? Nur so als Lebensversicherung. Und tschüss. Ja, und jetzt müssen wir noch den einen da platt machen. So. Geht doch! Beleb mich wieder, schnell. Beleb mich wieder. Jetzt kommen bestimmt wieder Gegner, beleb mich wieder. Level geschafft. Da kommen bestimmt Gegner. Ey, das ist ein großer Platz, da kommen bestimmt Gegner. Ich glaube, die haben wir schon alle zusammengezogen, oder? Das kann sein. Also, wie gesagt, wir sind auf jeden Fall die einzigen auf ganz YouTube, die das so spielen. Ihr kommt nicht vorbei. Ups. Okay, ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, aber ich habe mich beinahe selbst umgebracht. Und ich habe mich eingefroren. Nee, du wolltest in meine Bomben laufen. Ach so. Lass mich nochmal. Oh, verdammt, ich sollte aufhören, mich selbst einzufrieren. Oh, verdammt. Eins versus eins. Oh. Das war nicht meine Absicht. Und ich habe mich auch beinahe selbst umgemacht. Hey, cool. Man sollte halt keine gefährlichen Elemente auf sich selbst anwenden. Hört ihr das, liebe Kinder? Warte mal. Achso, langweilig. Alter. Ey, der lebt noch.
So, und jetzt irgendwas zaubern, damit das explodiert, der daneben steht. Oh, du hast mich umgelegt. Ich? Ja, du hast mich kaputt durchgeblitzt. Cool. Wie du dir einfach diese Zauber besser merken kannst. Weißt du, du darfst mich ruhig wiederbeleben übrigens. Wow. Ja. Ich bin kein Futter. Oh, ich heile gerade wieder. Kotz du Vieh. Ich habe ihn tatsächlich mit meinen Kotzpfeilen getötet. Kotzpfeile ist übrigens das Wort des Jahres einfach. Echt voll der Phaser. Du schießt gerade mit deinem Phaser, während du kotzt. Ja. Wie wir einfach beide in diesen Roben voll schlechtes Leben haben. Wollen wir weitergehen? Mal gucken. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ich hoffe, da ist voll der spannende Schnitt drin irgendwie. Warte mal, du bist... Oh, shit. Was wolltest du sagen? Ich hoffe, da ist voll der spannende... Verdammte Axt, ich bin trotzdem noch schneller als du. Da ist voll der... Ey! Ey, ich sterb von sowas! Nein! Ich hoffe, da ist voll der spannende Schnitt drin, sodass die Leute sich denken, hey, was zum Geier machen? Wie geht's weiter? Schaffen sie es? Ja, genau. Sowas ungefähr. Okay, warte mal. Das ist bestimmt so eine Sache. Ja, genau. Ich habe nämlich gerade schon wieder dieses Ding gehört. Heilige Mutter Maria Josef. Okay, wir sollten vielleicht doch die Brücke nehmen. Bin ich gerade da runter? Oh, verdammt. Ich habe mich gehofft, da gibt's ja auch einen Hebel da vorne, den sollte man natürlich auch beachten. Ich voll Noob. Naja, du spielst das Spiel und ich weiß, wie man Hebel bedient. Ja, wenn's nur so wäre. Uiuiuiuiuiui. Hier sterben wir wieder 1000 Tode. Ach was, wir doch nicht. Wir doch nicht. Los, Hebel. Scheiße, ich kann den Hebel nicht mehr bedienen. Oh, boah, der Strahl. Ich bin gestorben. Echt? Der hat mich quer durch die Karte katapultiert. Oh. Und infolgedessen bin ich halt nun mal einen grausamen und sicher nicht schmerzlichen Tod gestorben. Ich und meine Tode sind nie schmerzvoll. Ah, apropos schmerzvoller Tod, rate mal, wer gerade einen hatte. Die Gegner nicht, sonst wären da nicht so viele. Ja. Uah. Ich glaube, das Spiel wird aber mit der Zeit echt anspruchsvoll auch, wie ich finde. Ja. Was mich stört ein bisschen ist, dass man einfach nicht zwischendrin die Roben wechseln kann. Weil, stell mal vor, man hätte die ersten Level, hätte zum Beispiel mit so einer Robe gemacht. Ist ja kein Ding. Aber sobald man dann in die nächsten Level kommt, merkt man einfach, Alter, es geht mal gar nicht. Vor allem irgendwie kommt man zu nichts, weil die einen die ganze Zeit attackieren, dass man nicht mal sich in Ruhe vorbereiten kann. Kann man nicht mal in Ruhe kacken gehen, ey, das geht mal gar nicht. Kann ich da runter? Ja, aber nicht ohne fast zu sterben, cool. Ich bin schneller. Oh, du hast aber auch einen Zauber benutzt. Wenn ich Hass benutze, dann reise ich wahrscheinlich durch die Zeit. So. Ja klar, schubst mich in diese Barrikade rein, kein Ding. Oh, lecker. Ja, klar. Heilige Mutter Maria Josef. Ach, guck mal an, wer da wieder gestorben ist. Voll aufgespießt. Ich kann mich irgendwie... Oh. Was zum Geier war das? Du bist gegen die Dings geschleudert worden. Ja, das habe ich gemerkt, irgendwie so halb. Sag mal, gibt's hier keine Ecke, wo man mal ein ruhiges Verschnaufhäuschen hat oder sowas? Entschuldigung. Schon okay. Hätte ich gewusst, wie es in diesem Spiel zugeht, hätte ich mir als Steam-Namen einfach Fleisch. Ich bin tot. Einfach Fleischsalat. Ich bin tot. Oh, Scheiße. Wir hätten uns jetzt so durch... Guck mal, wie viele Leichen da von uns rumliegen, ey. Wir hätten uns so durch das ganze Spiel hätten wir uns so...
katapultieren können. Katapultieren, ja. Ja, herrlich. Die Leichen auf einmal von mir. Bist du sicher, dass wir das schaffen? Denn um ganz ehrlich zu sein, ich bin's nicht. Ich versuche meine... Da ist die Festplatte voll, bis wir das schaffen. Ja, eben. Danke, wer auch immer dich hochkatapultiert hat, dankeschön. Boah, ich bin die ganze Zeit mit dem Fliegen. Komm mir vor wie bei Air France. Boah. Oh, verdammt. Jetzt bin ich hier runtergefallen, ich wollte aber darüber. Wie komme ich denn da hoch? Boah, kann ich schaffen, dass ich... Hier sind auf jeden Fall keine Gegner. Oh, da oben ist ein Checkpoint. Ja, genau, wieder mitten in der Gegner. Gute Idee. okay, wir kommen hier nicht hoch. Ist schon mal schlecht. Oh, hört doch mal auf, mich jemand zu... cool, ich bin hier hochgekommen. Soll ich den Checkpoint aktivieren? Ja, mach. Ich weiß sonst zu langweilig. Aber ich glaube, der hat mich da hoch... Du bist auch da hochgekommen. Total Killer. Ja, dann laufen wir mal. Ich bin schon wieder um. Das ist nicht gut, noch mehr Gegner zu holen. Hier sind vor allen Dingen drei von diesen Riesen-Orks. Ja, ich komme nicht gefallen. Kann man da oben weitergehen? Bitte sag mir, man kann da weitergehen. Nein, man kann da nicht weitergehen. Das ist zum Kotzen. Kann man vielleicht so weitergehen? Was machen wir jetzt? Kann ich überhaupt in diese Festung? Nein, kann ich nicht. Hey, lass mich doch mal durch. Ich bin tot. Ich komme mit dem Heil nicht mehr nach. WA. Ach, komm doch! Oh Mann. Du hast eine Granate gegessen. Das ist wie Herr der Ringe einfach. Wir sind zwei und wir müssen gegen voll die Ork-Armee kämpfen, ja? Mhm. Das geht mal gar nicht. Also wir sind zwar zwei Gandalfs, aber wir sind zwei schlechte Gandalfs. Oder sag mir, ich bin ein schlechter Gandalf. Fängt schon gut an. Vom Checkpoint wiederbelebt, bam, tot. Ich bin ein schlechter Gandalf. Oh, verdammt, hier ist so ein blödes Tor. Da kommen wir bestimmt nicht durch, bevor wir nicht alle Gegner umgelegt haben. So, die sind vor allem so ewig schnell. Ja. Kann auch nicht erklären, wie. Kann ich bitte durch so einen Grafikfehler irgendwo hinkommen, wo ich jeden umbringen kann, aber mich nicht? Ey, wie das einfach jedes Mal passiert, ey. Fahrradständer wie jeder andere auch. Schön, ich wollte aber fliehen, damit du nicht stirbst, du Honk. Ja, okay, ich bin dann doch gestorben. Hast du dich gerade nass gemacht, damit du mich nicht wiederbeleben kannst? Ja. Damit ich eine Ausrede hab, boah, schön auch. Das gibt's doch nicht. Der Killcounter freut sich. Der wird diese Folge garantiert hochgehen. Wollen wir vielleicht dieses Kapitel, je nachdem, was die Zuschauer sehen wollen, ob die einfach wieder sinnloses Rennen sehen wollen oder ob die vielleicht doch lieber ganz ernsthaft gespielt sehen wollen, dann in der nächsten Aufnahme vielleicht nochmal anfangen? Ah, das schaffen wir schon. Ich denke mir gerade, das Kapitel dauert ja ewig lang, oder? Ja, eben. Immerhin kann ich mittlerweile den Zauber für Wiederbelebung echt gut. Wie im Schlaf. Oh, ich wurde gehammert. Ich finde dich Hammer, so wie du dich bewegst. Wie geht das Lied? Ja, irgendwie so, ne? Oh toll, jetzt wurde ich granatet. Oh, mit dem Schrott. Oh, guck mal, ich kann hier hoch. Bitte sag mir, hier geht's weiter. Ja. Sag mir, hier gibt's noch mehr. Hier ist ein Hebel, hier ist ein Hebel. Ich kann ihn aber nicht betätigen. Oh. Ich klick's bei... Der hat gerade die Karte in mein Gesicht geschossen. Hallo? Achtung, Hammer. Ich glaube, das ganze Kapitel nennen wir einfach nur Hammer. Cool, aber er kotzt. Kotzen. Das ist cool. Wenn er sich nicht heilt, wird er sterben, oder? Ich auch. Wenn der sich nicht heilt, wird wer stärker? Ja, wenn er wird sterben, wenn er sich ausgekotzt hat. Ja, ich merke das schon. Wie ich einfach allein durch die Erschütterung dieses Hammerschlages sterbe. Ich bin voll die Mimose hier. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege. Oh, der Hammer ist gerade voll geflogen. Kann man den aufheben? Ich bin schon wieder tot übrigens.
Boah, ich lauf genau rein. Das war ein schöner Let's Fail. Ja, ich auch. Wunderbar. Von der Granate genau in den Hammer geschleudert worden.